Last Christmas. Weil den Gesang, den ich jetzt so dazu mache, den würde ich mal so ein bisschen als experimentell bezeichnen. Hat auch einen einfachen Grund. Jeder kennt das Lied, man findet das vielleicht auch gut. Also es scheint unheimlich viel gut zu finden. Ich sehe es an den Aufrufen im Internet und ich finde es selber auch gut. Das Problem ist aber, die singen das nicht nur mit einem guten Sänger, da sind meiner Meinung nach sind das entweder zwei Sänger, ich habe das Video mir jetzt nicht genau angeguckt. Und das wird so teilweise ineinander gesungen. Ja, deshalb ist es sowieso ein bisschen schwer und dann auch ein bisschen solistisch gesungen, ist sowieso nicht meine Methode. Aber ich denke, man kann das sich irgendwie hinbiegen. Ja, ich würde es jetzt, wenn ich das aufhören würde, würde ich es auch richtig noch einüben. Ja. Ich guck mal eben, genau, hier war das Ende. Also ihr habt wirklich hier jetzt den Ausschnitt, komplett das Lied drauf. Da könnt ihr euch super einen Bildschirmschuss machen. Ich gucke jetzt noch mal eben ganz kurz. Anfangston D und das Original. Den Anfang lasse ich hier jetzt weg, weil das könnt ihr dann selber machen. Aber was wollte ich sagen? Das Original könnt ihr Capo Bund 2 mitspielen. Ja, da könnt ihr ein bisschen üben damit. Wenn ihr das zusammen macht mit Chordify, geht das eigentlich richtig gut. Bei dem Lied will ich auch noch ein bisschen erklären, damit ihr vielleicht habt ihr ja die gleichen Probleme wie ich mit dem Gesang. Und wenn ihr das habt, dann will ich euch wenigstens erklären, theoretische Art und Weise, warum ihr das Problem habt. Ich habe das früher nie analysiert, ich habe nur gemerkt, ich konnte das überhaupt nicht singen. Hat einen ganz einfachen Grund, wie eigentlich fast immer bei solchen Problemen. Ihr habt als erstes den Akkord C. Der Gesang fängt aber gar nicht auf irgendeinem Akkordton an, sondern er fängt auf dem D an. Und den findet ihr hier. Die Melodie geht am Anfang so. Wenn ihr jetzt den Ton nicht greift, ich mache das am extra für mich quasi für den Gesang, aber es unterstützt auch den Gesang. Im Grunde ist es ein C9, was ich greife. Ja, müsst ihr euch nicht behalten, aber merkt euch wenigstens hier den Ton. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone. I keep my head.
Ihr habt es gemerkt, Gesang ist wirklich nicht einfach, für mich auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass es bei euch besser klappt. Weil das, was ich am Anfang erklärt habe mit dem C, findet auch bei A-Moll statt. Bei A-Moll ist übrigens der gleiche Ton, sozusagen zu singen am Anfang. Das macht die Sache vielleicht einfacher. Ihr müsst dann üben, den C-Griff direkt mit dem kleinen Finger aufzusetzen. Und das bei A-Moll auch dann möglichst schnell draufkriegen. Bei D-Moll habt ihr leider noch das gleiche Problem. Da ist der Anfang, die Anfangsmelodie geht dann also auf der leeren E-Seite, nicht wie D-Moll gespielt wird. Das heißt, ich spiele oft so an, dass ich spiele D2 oder D9. Und dann schlage ich den auf. Ich denke, damit habt ihr auf jeden Fall eine Möglichkeit, in irgendeiner Form das Lied einzuüben, wenn es euch gefällt.